Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Factorites. Nachdem wir letztes Mal diese Mission, ich sag mal bravourös, geschafft haben, bin ich jetzt drauf gekommen, ja, dass es über Leaderboards gibt. Da Azit. Der Tizian. Um 12 Minuten knapp und 13 Minuten braucht. Benstone. Eine Stunde. Ja, na da, das. Das müssen wir machen. Ja, ich bekleckere mich da aber nicht gerade mit rum. Aus. Das werden wir jetzt im Turbogang erledigen. Turbo. Wir werden das urschnell machen. Ach du Scheiße, machen wir doch nicht. Oh. Alles ist wegen der Sonneneruption platt, deswegen Strom down, Bots down, alles down. You have to start everything up manually. You have no bots at your disposal, so you can't construct new buildings. Just connect all the conveyor belts, mines, factories and refineries again. Iron Produce. Was genau ist das jetzt? Das ist Silikon. Eis. Stone. Iron Ore. Gut, das heißt, wir müssen immer hier die alle dazu bringen, dass sie wieder was zum Produzieren haben. Da muss man raus, das wissen wir. Die gehen nach vorne, die haben nicht viel Wahl. Die auch nicht. Gut, das ist ja eine interessante Mission. Wir müssen jetzt eigentlich ja nur das Ganze zusammenbauen. So. Wir sollen Ding herstellen. Wir bleiben mal auf der äußersten Schiene. Wir sollen hier Iron. No Output Belts, wo soll ich denn die hin? Wo ist denn der Lager? Ist eine Factory? Oder geht's da in die Base rein? Wie viel produzieren wir per Minute? 7 Iron per Minute. 8. Ich möchte nur wissen, wie weit wir nämlich kommen mit dem. 12, 13. Ah, jetzt fangst du ja von vorne zum Zählen an, ne? Schauen wir mal. Ich, da können wir aber nur einiges zusammen connecten. Aber ich könnte das immer alles connecten, da weiß ich, wurscht ist. Naja, sagen wir so. Mit vielen von den Dingen, da bleibt eh keine andere Wahl.
soll denn das sonst hin fabrizieren? Ist das ein 11? Wollen wir mal was trinken? 13? Siebzehn? 18? Nein, geht sich nicht aus. Wir brauchen eine dritte Fabrik dazu. Leider. Geht sich mit der nicht aus. Mal die hier. Das muss ich jetzt eigentlich ausgehen. Das hat dann in 11 Minuten geschafft. Komm schon. Wir sind bei 6. Sind noch nicht recht weit gekommen. Komm, zeig mal die nächste Mission. Achso, jetzt beschleunigen auch ich Depp. Der andere war schon fast fertig. Stahlproduktion. 10 Units per Minute. Ich brauche Stahl. Stahl, ein Carbon dafür. Und mal raten. Rocks werden zu Carbon. Das heißt, wir müssen eigentlich hier. Gut, das mit der Zeit übrigens ist bei weitem ist nicht mehr so schlimm, wenn ich das in Pause alles richten kann in der Mission eigentlich. Ich brauche dann aber trotzdem länger, also in Wirklichkeit. Ach du Scheiße, ist das jetzt schon wieder schwierig. Ich brauche Iron dafür. Ein Carbon. Und ein Carbon. Brauche ich aus Rocks, das heißt ich brauche die Steine von da herüben. Und ganz weit da. Ja, das ist völlig krank, das so da durchzuschleusen. Das. Das ist absolut nicht gut, was ich da mache. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber wir könnten ja mal. Sag mal so, wir müssen ja mal wo anfangen. Schneide ich mal deinen Weg ab. Das ist gar nicht gut. Ja, da darf halt nur Iron durch. Nee. Nur Silikon. Also Carbon. Da drüben auch nur Carbon. Die verwaschen mich wirklich.
So. Dann haben wir hier nämlich einmal eine Zufuhr. Den Iron, was wir da eigentlich jetzt in das Ding leiten. Wir müssen es eigentlich nur produzieren. Keiner sagt, dass wir das alles ins Mutterschiff geben müssen. Der hat die falsche Zutat einmal gekriegt. Scheiße. Ja, das sind ein paar falsche Abbogen vorher. So, und der produziert jetzt Stahl. Carbonproduktion ist ein bisschen mies. Ich meine, wir könnten das theoretisch künstlich verknappen. Indem wir da mal kurz einfach stoppen. Das beschleunigen ein bisschen. Wahnsinn, der andere war da schon fertig. Wo ich da gerade jetzt noch mal antue. So, und jetzt aber. Mindestens drei Fabriken. Ach du Scheiße, da brauche ich wirklich sau viel. Das Iron kann ich an drei weiterleiten, aber ich krieg. Es ist so blöd, ich krieg Iron, das wird jetzt frei da unten. So. Machen wir weg. So. Weg, 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 weg. Ich brauche nur viel Iron da mal. Das kann ich nicht da alles fahren lassen, das geht nicht.
Ich brauche spätestens da noch dann ein bisschen Platz. Die Mission ist heftig, habe ich das schon erwähnt? Dieses Stil pro Minute ist das Problem. So, wenn ich jetzt hier mit Stein reingehe und dann damit Silikon. Das geht nicht, ich komme mit Stein dann. Das ist doch so blöd. Also, das ist doch eine blöde Mission. Das ist ja wirklich zum Haare raufen. Ich habe die aber damals schon geschafft und ich schreibe mir auch jetzt auf die Flaggen eigentlich, dass ich das wieder will. Aber ich mache da gerade irgendwas völlig falsch. Geh weg jetzt mal, diesen scheiß Tooltip. Na gut, schau hier, ich kann ja mal drei. Das Problem ist, kriege diesen, das ist Stein ja, was da oben liegt. Ich brauche hier ja nicht Stein. Brauche ja das. Und für das brauche ich wiederum das. Das heißt, ich kann das, ich darf das nicht ganz kappen, aber ich kann vielleicht von da daher kommen. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich damals irgendwie so gefahren bin. Bestzeit kann ich schon Kübel hauen. Ich brauche jetzt schon 20 Minuten dafür. Also die marschieren alle daher. In den rein. Der produziert Carbon. Und fahrt dann nach oben. So. Der kann dann Carbon. An drei leiten. Das geht wieder nicht, weil ich da nicht vorbei. Ja, oh ja, ich komme da, oh, ich komme da vorbei. Ja, bitte, ich weiß, falsche Resource, danke. Schon mal zu produzieren da kurz. Alles falsche Resource, so. Da kommt mit Diver das daher. Dann werden wir hier weitergehen. Da auch weitergehen. Stahl. 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 Da läuft nur Carbon. So, Carbon kommt gleich nachgeliefert jetzt an alle. Dann geht's rund. So, da auch nur. Den lassen wir aber auch ausliefern hier.
Und da war auch nur Carbon. Los! Ihr Vollpfosten dürft schon... Na, geh. Ah! Sind sie alle falsch abgehoben. Kurz mal zusammen sammeln. Oh. Stahlproduktion erledigt. Passt. Auch gut. Jetzt sollen wir Glas produzieren. Zwei Steine und zwei Silikon. Oh, das kriege ich hin. Weg. Weg. Silikonohr, oder? Ja, zwei Silikon, gut. Das können wir wegtun. Das interessiert es eh keinen mehr. Das kappt man. Also mit meiner 11 Minuten wird's nix. Wirklich. Aber wir brauchen jetzt... unbedingt Silikon und Rock. Zwei Rocks. Ich krieg hier aber Silikon-Ohr raus. Das heißt, wir müssen hier rein. Machen wir Silikon aus dem. Gut. Das heißt, wir machen hier Silikon. Das muss insofern reichen, weil ich lasse ihn einfach einmal. So. Das ist langsam mal lästig und ein bisschen deaktiviert, so. Bist du deppert? Halleluja! Okay. Das kostet mich gerade ein bisschen Nerven. Da zerdenkst du dich ja in dem Spiel. Bist du fertig? Ich meine, es ist gut. Hör jetzt auf mit diesem Mister. Ist ja gut, wenn man über sowas viel denken und wenn man sowas denken muss, auch in einem Spiel. Aber das ist mir fast schon ein bisschen viel. Ich brauche Silikon. So, dann braucht man Silikon. Das stapelt sich da gerade an. So. Hm.
Station, da geht's doch. So, das heißt, wir stopfen dann hier das alles mal in die zwei Reihen da und holen die Rocks. Boom. Wenn wir jetzt die aktivieren da. Aber gar nicht erst alle. Schauen wir mal, wo müssen wir hin? Wir müssen, sagen wir, da rein. Wir müssten hierher kommen. Ich habe nämlich immer vergessen, dass ich die Kreuzungen da irgendwie mitrechne. Ich kann mich hier kreuzen. Da aber wieder nur Silikon. Silikon. Und dann darf ich im Endeffekt da auch. Schauen wir, ob sich zwei ausgehen würden. Aber dann müssten wir eigentlich jetzt da. Müssten wir bis hierher mal durch. So. Blödes, ihr dämlichen Arschlöcher. Ihr sowas von dämlichen Arschlöcher. Ihr steht schon still, wieso? Ich meine, ich weiß schon, dass sie können, aber warum müssen sie da jetzt abbiegen? Das gibt's doch nicht. Toll. Dann halt nicht. Ja, es frustriert gerade ein bisschen, sage ich wirklich nebenbei. Es frustriert gerade schwerst. Hatten wir das nicht gerade? So. Das staut sich jetzt alles an. Jetzt wird es dann witzig. Jetzt tun wir da, tun wir auch da rein. So, jetzt hat der mal alles, was er braucht. Der soll herstellen Glas. Der soll herstellen Glas. Jetzt fehlen diese Dinger da, die werden wir da jetzt noch ein bisschen ranschieben. 10 per Minute. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, aber. Wir können es aber mal probieren jetzt da. So, na dann. Los! Schafft. Haha! 20 Oxygen pro Minute. Ah! Das ist so. Ja! Das ist so, so fies. Das heißt aber eigentlich müssen wir. Das heißt, das Ding muss Wasser herstellen, ne? Eis melten. Den lassen wir auch Eis melten. Und den lassen wir dann Oxygen herstellen und den lassen wir auch Oxygen herstellen. Das heißt, wir müssen mal jetzt mit Eis da rein. So, wir kommen mit Eis da rein, das wird dann hier weiter pumpt. Hier rein kommt das Wasser, der stellt das her. Und der darf in die Richtung
Gut, eigentlich wurscht, auf beides in die Richtung. Dann raus. Der kriegt auch Wasser. Und darf in die Richtung raus. Und das mal unterbrechen kurz. Das mal aktivieren, dass da mal gleich mal Eisnachschub ist. Ja, passt. Los. 20 wird sich aber nicht ausgehen. Nein, das geht sich bei weitem nicht aus. Wenn wir den auch umstellen. Dann bringen wir da mit Eis vorbei. Oh. Dann hier wieder Wasser produzieren und hier werden wir wieder das Wasser verarbeiten. Und da oben jetzt hier. Der tut ja Eis, Alter, der tut ja Eis melten. Bin ich komplett behindert? Wieso tun die alle. Also, da habe ich jetzt aber irgendwas. Irgendwas ist jetzt komisch, wenn es könnte sein, dass die alle jetzt Eis melten. Der darf Eis melten, der darf Eis melten. So. Und Skana. Geschafft. Konkret, oh Wunder. Wie hat das aber in 11 Minuten gepackt? Das gibt's ja nicht. Es ist ja Wahnsinn. Aber es ist schon ein, irgendwie ist das Mikromanagement ja geil. Ah, das frustriert schon schwer gerade. Bist du deppert? So, ich muss konkret produzieren. Kriegen konkret wieder her. Nein. Nein. Konkret. Wasser, Rock. Das heißt, die Eisproduzierer, der hier zum Beispiel kriegt schon mal was von da ab. Dann werden wir die jetzt aktivieren. Und der darf gleich einmal konkret machen. So, wenn die jetzt Rocks jetzt da daherkommen. Ja, Rocks da jetzt runterkriegen ist schwierig. Wenn auch natürlich nicht unmöglich. Wir müssen eigentlich nur zwei herstellen.
So. Aber was der? Da nur Rocks. Da nur Rocks. Dass da nicht wieder irgendwie aus dem Blödsinn entsteht. Das wäre nämlich ein bisschen nervend. Sieht das aus? Stell konkret hin. Leute. Fuck. Aber wir haben es geschafft. War ein bisschen, ja, war jetzt eine etwas andere Mission. Die ist aber recht cool eigentlich gewesen jetzt. Sie war nur ein bisschen schwerst. Extrem Denkding-mäßig war es jetzt. Oh, Kryptonite. Nein, wir wollen das jetzt in einer gleich wieder machen. Wir sind jetzt in der Campaign. Lunopolis Leaderboard. 30. Oh, da haben die befürcht. Okay, gut. Das machen wir beim nächsten Mal. Leute, also ihr habt jetzt eine Ahnung, worum es im Spiel geht. Ich will euch ja eh gar nicht alles zeigen. Ich weiß nicht, ob jetzt gleich wieder ein Part kommt oder etwas später. Aber ein, zwei werden noch kommen. Aber jetzt einmal danke. Mir hat das total Spaß gemacht, das Spiel. Und ich denke mal, das findet seine Abnehmer. Disarray hat das jetzt geheißen, die Mission. Gut, Leute, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Bis dann und ciao.